Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in der Fleischwerkstatt. Heute geht es rund um den Dutch Oven, also um den Gusseisentopf, den man normalerweise auf dem Grill verwendet, heute im Ofen. Um ein Schichtfleisch im Dutch Oven zu machen, brauche ich folgende Dinge. Zum einen erstmal den Dutch Oven an sich, dann brauche ich Schweinefleisch. Man kann es auch mit Rindfleisch machen. Meine Variante ist jetzt ein Schichtfleisch mit Schweinenackenfleisch. Das ist einfach schön saftig, das gibt schönen Geschmack ab, das wird zart. Geht auch mit Schweinebauch, man kann es auch mit Schweineschulter machen. Wenn man es vom Rind machen will, kann man zum Beispiel die Hochrippe oder den Nacken nehmen. Dann brauchen wir ganz viele Zwiebeln, die haben wir schon mal in Ringe geschnitten. Man braucht Speck oder wie man hier im Badischen sagt, Dörrfleisch. In meiner Variante brauchen wir noch Paprika und Kartoffeln. Rohe Kartoffeln, die wir auch schon geschnitten haben, so Zentimeterstücke. Paprika haben wir klein gewürfelt. Dann brauchen wir noch ein gutes Gewürz, ein Barbecue-Gewürz und wir brauchen Barbecue-Soße. Dann haben wir eigentlich schon mal alles. Dutch Oven war da nicht mal was. Man hat doch eigentlich den Dutch Oven gar nicht im Backofen, oder? Eigentlich nicht, nee. Backofen und Dutch Oven ist eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch. Normalerweise ist das ein Gerät, was in der direkten Kohle verwendet wird. Also man legt den Dutch Oven auf Kohle, macht den Deckel drauf und legt oben drauf noch Kohle, dass man von oben und unten Hitze kriegt. Oder man packt das ganze Ding in den Grill rein und simuliert im Prinzip das Thema Kohle von oben, Kohle von unten. Ja, aber hier drinnen habe ich keinen Backofen, keinen Grill, sondern nur einen Backofen. Deswegen packe ich das Ganze nachher einfach in den Backofen rein bei 180 Grad. Dann simuliere ich was ähnlich ist wie eben diese klassische Kohlegeschichte von oben und von unten. Es gibt wahrscheinlich, wenn man so das Netz durchforstet, gibt es unzählige Rezepte zum Thema Dutch Oven. Auch wie er geschichtet wird, gerade beim Schichtfleisch. Schichtet man das Schichtfleisch so oder schichtet man es so rein? Es gibt 1000 Varianten, wie würzt man das Ganze? Was kommt an Beilagen rein? Ich habe jetzt einfach so mal meine Variante gewählt. Dazu wird der Speck erstmal an die Ränder gelegt und auch unten auf den Boden. Das kommt daher, dass wenn man das Ganze mit der Kohle macht, dann muss man darauf aufpassen, dass eben das Fleisch nicht so schnell anbackt am Rand. Und die Gefahr ist natürlich relativ groß, wenn ich Fleisch unten drauf liegen habe und ich habe kein Fett, also keine, ja, wie soll man sagen, keine Isolierung zum Rand und zum Fleisch, dann wird mir das relativ schnell anbacken, anbraten oder verbrennen. Und der Bacon, na gut, was passiert, wenn Bacon ein bisschen heiß wird? Dann wird er knusprig, wird er lecker. Und das ist einfach so die Trennschicht dann zum Fleisch. Und das Fett, was sich ablöst, hat gleichzeitig auch noch die Schmiereigenschaft, dass es das Ganze saftig hält und auch das Verbrennen verhindert. Die Angaben, die im Rezept unten drunter gemacht sind, da muss man ein bisschen variieren, da muss man immer gucken, welche Größe Dutch Oven hat man. Da muss man auch ein bisschen flexibel sein. Also wenn ihr ein bisschen weniger Fleisch nehmt, mehr Kartoffeln nehmt oder mehr Paprika nehmt, völlig egal. Ihr könnt da sehr kreativ sein. Vor allem nicht so ungeschickt wie ich jetzt hier gerade. Deswegen, ob es wieder einreißen, was man vorne gut gemacht hat. Also man sollte eben da seiner Kreativität einfach freien Lauf lassen. Es gibt so viele tolle Dinge, die man dazu packen kann. Sei es Kräuter. Ich habe Rezepte gesehen mit Thymian, mit Rosmarinzweigen drinne. Mit Mais, mit Karotten mit drin. Es ist also wirklich, da kann man sich komplett austoben. Das ist eigentlich völlig egal. So, es fällt mir schon wieder alles zusammen. Ich habe mich übrigens entschieden, das Ganze nicht hochkant zu schichten, sondern so in den Dutch Oven das Ganze reinzupacken. Warum? Keine Ahnung. Es ist einfach so. Mein Wunsch, das heute so zu machen. Ich glaube, jetzt habe ich sogar fast zu wenig Speck. Muss ich ein bisschen besser haushalten. Ja, das reicht gerade. Der Boden muss auch noch benetzt sein. Dass wir da unten am Boden keine Probleme bekommen. Und dann ist es wichtig, dass wir dann unten rein erstmal Zwiebeln packen. Weil auch die Zwiebeln nochmal die gleiche Eigenschaft haben, dass das Fleisch eben nicht anbrennt. Und mit Zwiebeln bringen wir auch gleichzeitig Saftigkeit in das Ganze rein. Wir arbeiten ja ohne externe Flüssigkeit, außer der Barbecue-Soße. Und wenn wir die Zwiebeln hier großzügig verwenden, die Zwiebeln ziehen Wasser. Und zwar relativ schnell ziehen die Wasser.
und werden uns nachher eine gute Grundlage für die Soße sein. So, jetzt nach den Zwiebeln schichten wir jetzt eine Runde Fleisch ein. Und das Fleisch würzen wir dann auch. Man kann auch das Fleisch schon einen Tag vorher komplett würzen. Geht auch. Aber wenn das Ganze so lange zusammen in so einem Dutch Oven nachher schmort, dann nimmt es das Gewürz sowieso an. Also da brauchen wir keine Angst haben, dass sich das Ganze nicht mit dem Gewürz verbindet. So, wieder großzügig Zwiebeln. Und dann wieder schön Fleisch rein. Und ruhig ein bisschen drücken, dass das Ganze auch nach unten, weil die Zwiebeln sind ja sehr störrisch, dass das Ganze schön nach unten geht. Sonst haben wir nachher viel zu wenig Material, wenn die Zwiebeln anfangen, ihr Wasser abzugeben. Dann sinkt das Ganze schön nach unten und wir haben nichts mehr im Dutch Oven drin. Deswegen immer wieder ein bisschen schön nach unten drücken. So, die Paprika haben wir ja noch und die Kartoffeln. Die können wir irgendwo zwischendrin mal mit einschichten. Machen wir jetzt in der mittleren Schicht ein bisschen Paprika direkt rein und schichten Kartoffeln dazu. Und die Flüssigkeit der Zwiebeln hilft uns dann natürlich auch, dass die Kartoffeln auch schön garen können. So. Und generell so ein Dutch Oven, für mich eine Riesenempfehlung als Gadget für jeden Griller. Ihr könnt so tolle Gerichte machen auf dem Dutch Oven oder mit dem Dutch Oven. Das ist einfach eine Riesenergänzung zum Thema Grillen, wo man einfach gerade das ganze Thema Eintöpfe, Geschmortes und so weiter, kann man einfach schön auf dem Dutch Oven spielen, auch wenn man nicht in der Küche arbeitet, sondern auf dem Grill arbeitet. Und das ist einfach herrlich. So, wieder Fleisch, eine Runde. So. Gewürz. Und ihr seht auch, das Fleisch hat eine schöne Marmorierung, also ein schönes, ja, schöner Fettanteil. Das ist einfach wichtig. Wenn ihr hier denkt, ja komm, nehmen wir ein bisschen Schweinerücken, Schweinefilet, dass es schön mager ist. Ihr müsst denken, wir haben eine relativ lange Garzeit. Und bei so einer langen Garzeit wird mageres Fleisch einfach zu trocken. Das ist nicht schön. Also deshalb immer genug Fett mit ans Fleisch oder am Fleisch aussuchen. Das ist nicht gut, wenn das zu mager ist. Und wer jetzt sagt, okay, das Fett will er nicht essen, das meiste des Fetts läuft natürlich nachher ab und ist in Form, ich nenne es jetzt mal in Form von Soße oder Flüssigkeit nachher in dem Dutch Oven vorhanden. Das müsst ihr nicht mitessen, wenn ihr es nicht essen wollt. Aber es ist halt lecker. So, wir werden nicht alles Fleisch hier unterkriegen. Das habe ich schon gesehen. Ein paar Zwiebeln noch und dann noch eine Tour Fleisch. Und dann sind wir gut hier. So. Und wenn jetzt jemand fragt, für wie viele Personen das Ganze ist, also da kriegt man schon eine ganze Truppe zusammen satt, wenn man das Ganze später vielleicht schön die Scheiben einzeln auf so als Sandwich macht, mit dem Zubehör drumherum, was man hat, mit den Kartoffeln, mit dem Paprika. Also da kriegt man schon ganz schön Leute davon satt. So, klappen wir die restlichen Specksachen rum. Deckel drauf. Und jetzt kommt das Ganze in den Backofen. Wichtig, Backofen haben wir vorgeheizt auf 180 Grad. Und da werden wir jetzt so eine Garzeit von 2,5 bis 3 Stunden, also eher 3 Stunden anvisieren. So lange braucht das Ganze, bis es richtig schön durchzieht, dass die Kartoffeln weich sind, dass die Zwiebeln ihr Geschmack abgegeben haben. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Aber vorher kriegt ihr von mir noch ein bisschen Informationen zum Thema Dutch Oven. Heikos Fachkunde. Ja, das Grillen und Zubereiten im Dutch Oven ist nichts Neues. Das gibt es schon hunderte von Jahren. Wird auch sehr viel auch in anderen Regionen der Welt gemacht. Also zum Beispiel in den USA wird ganz viel im Dutch Oven gemacht. Schmorgerichte, Ribs, alles Mögliche. Man kennt den Dutch Oven unter einem anderen Namen. Ist auch ein bisschen anders von der Technik, aber eigentlich sehr, sehr ähnlich. Unter dem Namen Sutch in den Balkanländern, auch in der Türkei. Dort werden sehr viele Schmorgerichte gemacht, aber auch Teiggerichte. Also Brote, die im Dutch Oven gebacken werden oder auch Kuchen, der im Dutch Oven gebacken wird. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gelassen. Dutch Oven, echt eine Empfehlung, sich damit mal zu beschäftigen. Nach 2,5 Stunden haben wir jetzt den Dutch Oven aus dem Ofen geholt.
Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, was ganz wichtig ist, über das Fleisch muss natürlich noch Barbecue-Soße. Wir haben vorhin über das Fleisch noch Barbecue-Soße gemacht, so circa 300 Milliliter. Und dann während der 2,5-stündigen Grillphase oder Backphase solltet ihr ab und an mal reinschauen. Wenn ihr das Gefühl habt, das Ganze ist zu trocken, man weiß ja nie genau, wie viel Fleisch, wie viel Wasser wird vom Fleisch oder von den Zwiebeln abgegeben, könnt ihr auch mal so ein halbes Glas Wasser noch dazugeben oder Brühe, je nachdem. Also das macht es auf jeden Fall nicht schlechter, gerade für die Kartoffeln. Wenn ihr Kartoffeln mit drin habt, ist es gut, wenn ein bisschen Feuchtigkeit im Garraum nachher drin ist. Jetzt kommt der spannende Moment, wo wir den Dutch Oven aufmachen. Und ich bin echt gespannt, wie es aussieht. Oh. Also, ich würde sagen, es gefällt mir richtig gut. Dann nehmen wir uns doch mal gleich mal so ein bisschen was raus hier. Ja, also man sieht, die Kartoffeln sind schön gar, schön weich. Wenn wir die vorsichtig rausnehmen, kriegt man die vielleicht auch im Ganzen raus, dass es nachher schön aussieht. Ja, herrlich. Also wir haben jetzt leider kein Geruchs-YouTube, aber vom Geruch her, das ist unfassbar, wie viel Aroma darüber kommt. Und wenn man sieht, wie zart das Ganze hier rauskommt, einfach saulecker. Also so könnte das Ganze dann bei euch aussehen. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen anders machen. Ihr könnt zum Beispiel einen Toast nehmen oder ein Baguette nehmen, macht das Fleisch rein, Zwiebeln oben drauf, bisschen eine Mayo noch oben drüber. Könnt ihr genauso als Panini machen. Aber ich denke, einfach als Tellergericht taugt es mir genauso. Und ja, mir bleibt euch viel Spaß dabei zu wünschen beim Nachmachen. Und guten Appetit, den wir jetzt auch gleich haben werden, beim Probieren. Viel Spaß euch und bis zum nächsten Mal. So, wenn ihr es bis jetzt ausgehalten habt mit meinem Video, dann scheint es euch gefallen zu haben und ihr scheint auch was gelernt zu haben. Wenn das so ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Wir haben zwei weitere Videos für euch vorbereitet, einmal hier und einmal hier. Schaut es euch an.